Mein allererster Eindruck von diesem Bild, es schaut aus, als wenn ich aus einem Satelliten auf eine Erdoberfläche schaue. Sehe die verschiedenen Kontinente, sehe Meere, sehe diese weißen Kreise, die mich erinnern an Wolken. Was mich fasziniert an diesem Bild, ist neben der Farbgebung die Struktur. Die Struktur ist ungewöhnlich. Es ist also keine Struktur einer Leinwand. Es ist nicht die Struktur eines flachen Brettes oder einer Holzstruktur. Was mich noch ein wenig verblüfft, sind die Kreuze. Man sieht nicht nur weiße Kreuze, man sieht auch Kreuze, die in dem Bild teilweise versteckt vorliegen. Man sieht Kreise, die übermalt sind. Aber je mehr ich drauf schaue, umso stärker kriege ich den Eindruck einer Landkarte. Bei einer Landkarte würde ich die roten Linien als Höhenlinien interpretieren. Oder Straßen, wenn man so will. Aber mir gefällt viel mehr die Dynamik, die Verbindung zwischen diesen einzelnen Inseln oder zwischen diesen Zellen. Die weißen Zellen geben dem Bild eine gewisse Ruhe, eine Statik inmitten dieses blau-grauen Hintergrunds. Aber das wirkliche Leben im Bild ist durch diese roten Linien gegeben, die mich wirklich faszinieren. Es sind keine Straßen, es sind eher vielleicht die Nervenbahnen zwischen den verschiedenen Teilen, Kommunikationslinien, was natürlich zu unserem Institut gut passen würde, die anzeigen, wie verschiedene Teile miteinander verbunden sind. Und wenn ich mir das Bild so anschaue, da kann ich von dem globalen Blick auch genau umsteigen, kann sagen, wenn ich diese weißen Punkte jetzt individuell anschaue, dann könnte ich mir vorstellen, das ist so etwas wie ein Neuron eines Gehirns. Ich sehe die Dendriten, ich sehe, wie die verschiedenen Zellen miteinander verbunden sind, kommunizieren und wie sie alle nebeneinander existieren und doch einen sehr lebendigen Eindruck machen. Zwei völlig verschiedene Sichtweisen, einmal diese globale Sichtweise, einmal die doch eher minimalistische Struktur, die man hier hat, die andererseits doch ganz aufregend diese feinen Linien wiedergibt, die hier in meiner ersten Interpretation eine Lebendigkeit und damit eine Kommunikation andeuten. Kommunikation ist das Leben, ist die Lebendigkeit, die wir haben. Viele Einsen und Nullen, wenn ich an die Struktur denke. Wenn man es auf diese Art und Weise aufzieht, macht es wieder Sinn, an die Kommunikation zu denken. Die Vernetzung von verschiedenen Teilen. Das kann global sein, die Vernetzung verschiedener Erdteile im Sinne einer Landkarte über die roten Kommunikationslinien, die Nullen und Einsen, die die ganzen Informationsmengen beschreiben. Es kann aber auch tatsächlich im Kleinsten sein, die Vernetzung in den Zellen, im Gehirn, sogar die Vernetzung einfach Zellen eines lebendigen Organismus. Dieses Bild kann man durchaus so interpretieren wie ein sehr komplexes Gebilde, wie dieses gesamte Labor, wo viele Stränge miteinander kommunizieren. Das ist ein bisschen faszinierend. Man kann hineinsteigen, man sieht sogar die Strukturen, die hier als reliefartig drunter liegen, jetzt in der Farbgebung, in der blauen Farbgebung wieder. Es tauchen hier blaue Kreuze auf, es bauen blaue Einser auf, es bauen die blauen Haken auf, die genau in der gleichen Weise die alle immer wiederkehrende Grundstrukturen anzeigen, die in dem ganzen Bild zugrunde liegen und die das ganze Bild dann doch in seiner Vielfalt ausmachen. Mir gefällt das Bild ausgesprochen gut, muss ich sagen. Was mir auch gefällt an dem Bild, ist die Aufteilung, einfach die geometrische Aufteilung. Der Schwerpunkt des Bildes liegt für meinen Geschmack nicht unbedingt da, wo man jetzt hier hinschaut. Der Schwerpunkt des Bildes liegt für mich tatsächlich hier, so seltsam das klingt. Und zwar nicht so sehr, weil jetzt hier das alles so einheitlich ausschaut, sondern weil an dieser Stelle eben, da ist was los. Da sind die Verbindungslinien, hier kreuzt sich das, hier überschneiden sich diese
ja, wenn man so will, die Kommunikationskanäle in der einen oder anderen Interpretation, das sind die Verkehrswege. Der Rest ist eher statisch. Man kann natürlich hier die Begriffe Komplexität und Ordnung kann man hier auch natürlich reinbringen. Die Ordnung des Bildes ist eben durch diese statischen Anordnungen dieser der Gruppen gegeben. Die Komplexität ist eher eben durch diese roten Linien angedeutet, die genau die einander verwickelt sind, die auch diese Elemente miteinander verbinden. Diese Komplexität hat mich ja eben dazu geführt zu sagen, das könnten genauso gut Hirnzellen sein, die beispielsweise jetzt untereinander verschaltet sind und die Kommunikation austauschen. Und diese Komplexität ist auch angedeutet, aber eher im Hintergrund, was läuft da ab durch diese etwas leicht hervorgehobenen Elemente, die unter der eigentlichen Farbe liegen, die reliefartigen Strukturen. Diese Komplexität, die haben wir ja auch in der Kommunikation heute. Wenn wir heute zum Beispiel Zentren betrachten, Zentren, die in unserer modernen Zeit über das Internet miteinander verbunden sind, dann sind wir vernetzt. Das heißt, wir haben Knoten, die einfach mit Strängen vernetzt sind. Genauso gut könnte ich diese Dinge auch verstehen als zum Beispiel Zentren, die jetzt für sich statisch irgendwo stehen, Server oder Nutzer, die dann miteinander kommunizieren über diese Stränge. Das Internet hat eine ähnliche Knotenstruktur. Und diese große Struktur, die findet man in der Natur sehr häufig wieder. Deswegen bin ich jetzt nicht überrascht, dass ich sowohl das Kleine als auch die großen Strukturen hier wiederfinde. Und ich finde das Bild in sich schön, schlüssig und so interessant, dass ich mir vorstellen kann, das immer und immer wieder anzuschauen. Also das ist ein schönes Bild, das könnte ich mir vorstellen, irgendwo aufzuhängen. Und ich mag dieses Bild, weil es eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Ich mag dieses Bild, weil es eine gewisse klare Konzeption hat, die, wenn ich da hinschaue, eine Interpretation zulässt. Und ich mag dieses Bild, weil es nicht zu aufregend ist. Das Bild kann ich mir lange anschauen, das Bild könnte ich mir in einem großen Hörsaal vorstellen, wo ich eine Vorlesung halten kann und erfreue mich immer wieder an diesem Bild.